Tagesplanung für heute. Abfahrt aus Los Angeles und Fahrt nach Fresno. Auf dem Weg haben wir jetzt noch vor, nach Santa Clarita zu fahren. Da möchte Jersey Girl nochmal an die Stelle, an der Paul Walker verunglückt ist. Und ja, irgendwann zwischendrin, davor, danach, sonst wann noch frühstücken. Ich bin jetzt hier in einem abgelegenen Gewerbegebiet. Hier ist eigentlich, will ich mal sagen, der Hund begraben. Ja, ihr könnt euch gerne mal umschauen. Hier ist nichts. Okay, jetzt ist eh Samstag, da macht hier keiner was. Aber hier ist nichts los. Wirklich ein Gewerbegebiet. Da lässt sich jetzt auch nichts schönreden. Hier ist wirklich null. Und das ist aber die Stelle, an der Paul Walker starb. Ich dachte wirklich, wenn man so in den Nachrichten das gesehen hat, wer weiß, was das für eine große, befahrene Straße war. Nein, nichts. Hier ist Speed Limit 45. Ich nehme mal die Kamera in die andere Hand. Und hier ist es tatsächlich. Ein paar Blümchen erinnern an den Schauspieler. An dieser Stelle ist das gewesen. Hier auf der Straße, das wundert mich jetzt ein bisschen. Schaut euch mal die Muster an. Ich weiß nicht, ob hier des Öfteren mal ein bisschen über die Stränge geschlagen wird. Aber hier sind wirklich die reinsten Reifenorgien zu sehen. Und das sind mit Sicherheit keine LKW-Reifen. Das sind PKW-Reifen. Und was man jetzt hier in diesem Gewerbegebiet über den Asphalt driften sollte, das erschließt sich mir nicht. Wie gesagt, es ist nur ein Gewerbegebiet. Ein paar Firmen. Jetzt am Samstag ist natürlich hier gar nichts los. Mitten auf der Straße stehe ich. Aber das ist natürlich auch bezeichnend. Wenn hier der Hund begraben ist, kann man natürlich auch mal ein paar Meilen pro Stunde schneller fahren. Ja, also in Memoriam Paul Walker. Sehr traurig. Möchte ich auch nochmal betonen, das ist in diesem Fall scheißegal, ob das ein berühmter Schauspieler war oder nur irgendein einfacher Mann oder eine einfache Frau. Tragisch und traurig ist es allemal, vor allem eben für die Verwandten und Freunde. Nach einer kleinen Stärkung, Fahrerwechsel an der Interstate Nummer 5. Sehr erschreckend ist, alle 50 Meter liegt hier am Straßenrand ein geplatzter Reifen. Gut, es gibt in den USA keinen TÜV, eine technische Überprüfung eines Fahrzeugs ist rein freiwillig. Wer weiß, mit was für Reifen hier manche unterwegs sind. Und das Ergebnis, das sieht man dann am Straßenrand. Das wird wahrscheinlich jetzt im Video nicht im Einzelnen zu sehen sein, aber hier ist richtig was los. Alle 50 Meter liegt da ein Stück des Reifens. Wahnsinn. Ja.
15 Uhr Ankunft im Best Budget Inn Motel in Fresno. Ich werde das Gefühl nicht los, dass die hier meinen Reiseblog mitverfolgen bei YouTube. Wie ich auf die Idee komme, wir haben ein wesentlich größeres Zimmer bekommen als ursprünglich geplant. Also das hat er uns auch gleich gesagt, ja, hier das Zimmer ist etwas größer als gebucht, aber es kostet das Gleiche. Also ich komme mir hier vor wie dieser verdeckte Tester bei Louis de Funès bei Brust oder Keule, wo die dann dachten, ah hier, das ist der Tester, den möchten wir da ganz besonders versorgen. Keine Ahnung, das ist nur so eine Vermutung, ist Quatsch. Ziemlich angepisst. Also es hat nicht mehr viel gefehlt, da wäre der Mond geplatzt. Ja, ich bin jetzt hier im Yosemite National Park. Ursprüngliches Ziel war der Mariposa Grove und am Eingang sagte man uns, nee, das ist gesperrt wegen Restaurierungsarbeiten die nächsten 2 Jahre. Die Anfahrt war eine Viertelstunde. Das hätten wir uns also sparen können. Davon circa eine Dreiviertelstunde Fahrt durch den Wald. Also wenn ich jetzt hätte Wald sehen wollen, da hätte ich das auch in Deutschland angucken können. Also ich fahre nicht wegen Wald hierher. Andere vielleicht, okay, aber ich nicht. Und jetzt stehen wir hier und fahren wieder ein und eine Viertelstunde zurück. Wir sind also hergefahren, um zu erfahren, dass das, was wir eigentlich sehen wollten, für die nächsten 2 Jahre gesperrt ist. Und darauf hingewiesen haben die uns ungefähr 5 bis 10 Minuten vor dem Ziel. Da hätten sie es auch weglassen können. Wie gesagt, ich bin sauer ohne Ende. Ja, was soll's, nützt nichts. Ende der Durchsage. Zurück im Motel in Fresno. Ja, ich würde aufgrund der Temperaturen hier draußen am liebsten nochmal in den Pool springen, aber den Gefallen tue ich euch nicht.